Schrille Nacht. Adventsgrüße von Cyber und den blauen Wölfen Buser und Studer. Mit Texten von Jörg Seibert. Hörbar gemacht und in Szene gesetzt von Daniel Buser und Michael Studer im Studio Blauer Wolf. Weihnachtszieh. Bewegte Bilder von Nicolas D'Aujourd'hui, Nix Productions. Der Kurt bricht aus. Ehrenwort, das ist eine Weihnachtsgeschichte, eine schöne Weihnachtsgeschichte. Eine Schildkrottgeschichte und eine Abenteuergeschichte. Und auch eine schöne, wahre Weihnachtsgeschichte. Der Kurt ist ein Schildkrott. Er lebt im Garten von der Nora und der Zora, der Mama und dem Papa, in einem grosszügigen Keg mit einer kleinen Villa und einem kleinen Schwimmteich. Sein Lieblingsspeis ist Tomate mit Hüttenkäse. Es ist ein schöner, warmer Sommer. Der Kurt könnte zufrieden sein. Doch er will unbedingt wissen, wo man ankommt, wenn man immer geradeaus und geradeaus und geradeaus geht. Im kurzen Keg ist rund und umgeben von einer Mauer. Die ist so niedrig, dass die Nora und die Zora aus dem Stand drüber kumpen können. Der grösste Teil des Tages verbringt der Kurt damit, an der Mauer entlang zu laufen, seinen Keg zu umrunden und nach einer Lücke zu suchen. Die Mama hat Mitleid mit dem Kurt. Sie baut ein paar Mauern ins Keg ein. Wenn der Kurt an den Schienmauern entlang marschiert, hören sie plötzlich auf und der Kurt denkt, er ist frei. Ist er aber nicht. Merkt er auch bald. Denn nach ein paar Schritten stoßt er auf die nächste Mauer. An einem Tag allerdings ändert der Kurt seine Strategie und er klettert einfach über die Mauer. So schafft er den Ausbruch. Und er wandert los, immer geradeaus, raus in die grosse, weite Welt. Die Nora und Zora wissen, wie gefährlich die grosse, weite Welt für Kinder und für Schildkröten ist. Sie suchen mit ihrer Taschenlampe den ganzen Garten ab. Leider ohne Erfolg. Die Mama schaut besorgt aus dem Fenster und der Papa ist an einer Sitzung. Der Garten grenzt an ein steiles Bahnbord. Dort gibt es einen wilden Streifen Natur, für Menschen nicht begehbar, aber für Füchse schon und für Hunde und Katzen und Marder, Dachs, Ratten, Mäuse und für Schildkröten natürlich. Der unterste Teil vom Bahnbord ist eine wilde Wiese, wo nur zwei, dreimal im Jahr gemäht wird. Mit einer gewaltigen Maimaschine. Der Kurt hat grosses Glück, denn der Bahnarbeiter, der die Maimaschine bedient, ist aufmerksam und hat gute Augen. Er entdeckt den Kurt kurz bevor er unter die Maimaschine kommt. Der Bahnarbeiter bringt den Kurt ins Schwimmbad. Er weiss, dass der Badmeister die Schildkröten gern hat und mit ihnen umgehen kann. Weder der Bahnarbeiter noch der Badmeister wissen, wo der Kurt hingehört. Sie hoffen, dass die Leute, zu denen der Kurt gehört, manchmal ins Schwimmbad gehen und ihn dort sehen. Leider ist es in diesem Sommer selten richtig heiß. Die Mama hört erst einige Wochen später, dass hier im Schwimmbad ein Findelschildkott ist. Die Mama, Nora und Zora gehen ins Schwimmbad und sehen natürlich sofort, dass die Schildkott der Kurt ist. Sie nehmen ihn gerade mit. Jetzt ist der Kurt wieder daheim. Leider hat er eine grosse Wunde am Bein. Kann sein, dass er einen Fuchs am Bein gepackt hat. Der Tierarzt kennt sich mit Hunden und Katzen besser aus als mit Schildkröten, aber er pflegt die Wunde. Schildkröten sind stumme Tiere. Sie können nicht schreien, wenn sie Schmerzen haben. Nora und Zora und die Mama pflegen ihn sorgfältig. Jeden Tag wird er gebadet, desinfiziert und verbunden. Und er bekommt jeden Tag ein wenig Tomaten mit Hüttenkäse. Wenn es Schildkröten gut geht, setzen sie am Hals ein Polster an. Doch ein kurzer Hals ist unpolstert und die Wunde will nicht heilen. Die Mama beschließt, im Zollia zu rufen. Dort gibt es einen Reptilien-Doktor. Sie interessiert sich für die Krankengeschichte vom Kurt. Darum darf er zur Kur in Zolli. Nach drei Wochen läutet die Reptilien-Doktor an und teilt der Mama mit, der Kurt sei schon fast geheilt. Die Nora und Zora und die Mama holen den Kurt im Zolli ab. Der Reptilien-Doktor schenkt sie für ihre Bemühungen eine grosse, selber gemachte Schildkröte aus Zopfteig. Der Kurt muss weiter badet, gesalbt und verbunden werden. Im Winter machen Schildkröten einen Winterschlaf. Doch in diesem Jahr darf der Kurt keinen machen. So erlebt er seine erste Weihnacht. Im nächsten Sommer ist die Wunde ganz zugeheilt und der Kurt hat ein gesundes Pölsterli am Hals. Das freut auch der Papa. Er baut ein riesiges, ausbruchsicheres Keg. Der Kurt hat nämlich ein sehr schlechtes Gedächtnis und sehnt sich schon wieder nach einem Ausflug in die grosse, weite Welt. Ist das nicht eine schöne, wahre Weihnachtsgeschichte? Ist das nicht eine schöne, wahre Weihnachtsgeschichte? Ist das nicht eine schöne, wahre Weihnachtsgeschichte? Ist das nicht...
Ist das nicht eine schöne, wahre Weihnachtsgeschichte? Das ist... Nein, ich glaube schon, eins von denen. Eine gute Zeit wünscht euch Jörg Seibert sowie Daniel Busel und Michael Studer. Arlesheim, Basel. Adventszeit 2021. Anno Domani, Anni Coronari e Danni Baumi. Weihnachts. Kot, 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 kot